Herzlich willkommen und hallo hier bei Angesagt. Natürlich sind wir wieder unterwegs gewesen und haben geguckt, was wir euch so bieten können oder was verschiedene Veranstalter euch bieten können. Ja, anfangen möchte ich mit Lohne und in Lohne findet wieder das Stadtfest statt mit einem bunten Programm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und das die Eröffnung ist im Meierhof am Samstag, den 10. September 2016 um 18 Uhr mit dem Fest der Kulturen. Also nichts wie los zum Stadtfest nach Lohne. Ja, und der Kolping bietet auch was an. Die Kolping Akademie informiert am 15. September in Coesfeld über das Fernstudium zum praktischen Betriebswirt. Ja, also 15. September um 19 Uhr. Wo findet das statt? In der Kolping Bildungsstätte Gerleverweg 1 in Coesfeld. Also von Lohne eine ganze Menge weg. Ja, die Dinos sind unterwegs. Und zwar in Osnabrück. Und zwar am 18. September und am 13. November, das ist noch ein bisschen hin, wird der Dino freigelegt in Osnabrück. Thema des Sonntags sind die Erdzeitalter, in denen diese Giganten der Urzeit unterwegs waren und die Umstände, wie Fossilien überhaupt entstehen. Mit Meißel und Bohrer werden dann anschließend echte Fossilien freigelegt und die kann man dann auch nach Hause mit hinnehmen. Ja, der Familientag Oldenburger Münsterland findet wieder statt und diesmal in Goldenstedt. Und zwar gibt es da viel Spiel, Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie. Und zwar ist das am 25. September in Goldenstedt. Viel Spaß. Jo, und es gibt einen Beratungstag für Verfolgte der DDR-Diktatur von der Stadt Oldenburg. Und zwar am Dienstag, den 6. September von 10 bis 15 Uhr im neuen Rathaus Pferdemarkt 14, Raum N355 und 56. Ja, Interessierte mal vorbeigucken. Ja, und hier noch eine Meldung aus Osnabrück. Und zwar am Samstag, den 10. September um 14.30 Uhr bietet das Museum am Schölerberg, merken, einen dreistündigen Workshop zum Thema Hege und Pflege im Naturgarten an. Die Kosten betragen 8 Euro. Und eine telefonische Anmeldung, die ist dann aber wichtig, und zwar unter der Nummer 0541, das ist Osnabrück, 56 00 30. Ja, das Theater Bremen ruft auch auf zu verschiedenen Aktionen, und zwar am Dienstag, den 6. September um 20 Uhr mit Istanbul in kleinen Haus. Mittwoch, 7. September um 10.30 Uhr Hikikomori im Brauhauskeller und am 10. September, das ist ein Samstag um 16 Uhr, Wunderbrut im Mox. Ja, und manchmal überlegt man sich ja mal, Gasthörer in der Uni zu sein. Ist ja auch ganz interessant. Und die Uni Vechta bietet da auch was an. Sie lädt ein zum Gasthörerstudium an der Universität in Vechta. Und diese Gasthörervorlesungen, die sind extra in einem Verzeichnis zusammengefasst. Und da gibt es eine Einführungsveranstaltung für Interessierte und die findet statt am Donnerstag, den 8. September um 19 Uhr im Raum B1. Das ist an der Drieverstraße 22. Ja, manchmal ist es notwendig, wenn man in der Psychiatrie arbeitet oder mit Menschen mit Behinderung arbeitet, dann ist es manchmal nötig, dass man sich auch wehren kann. Und eine einfache, schonende und doch effektive Selbstschutztechnik wird in einem Seminar angeboten und zwar im Rahmen des Landes Caritasverbandes am Donnerstag, den 15. September von 9.30 Uhr bis 17 Uhr in der Katholischen Akademie in Kloppenburg-Stapelfeld. Ja, der Orgelmann Marc Schäfers stellt seine Nussbaumbiografie vor. Und zwar am Donnerstag, den 8. September um 19 Uhr im Felix-Nussbaum-Haus in Osnabrück. So, und jetzt mal eine Lesung, und zwar diesmal von Autor Michael Kumpfmüller. Der liest im Wilhelm 13 in Oldenburg. Und zwar heißt der Roman Die Erziehung des Mannes. Tja, findet alles im Musik- und Literaturhaus Wilhelm 13 statt. Und zwar beginnt das Ganze um 19.30 Uhr. Wie gesagt, am 6. September. Ja, jetzt noch eine Meldung vom Theater Bremen. Und zwar am Mittwoch, den 7. September um 17 Uhr, bietet das Theater Bremen eine theaterpädagogische Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer an. Treffpunkt ist im kleinen Haus. Anmeldung unter theaterpädagogik@theaterbremen.de. Ja, und wie ihr wisst, findet wieder das 7. Filmfestival Oldenburger Münsterland statt.
Ja, die Filme stehen auch fest. Ich lese mal eben vor. Am Donnerstag, den 15.09. Birnenkuchen mit Lavendel. Am Freitag, den 16.09. Fuck you, Goethe 2. Am Samstag, den 17.09. Pets. Und am Sonntag, den 18.09. ein ganzes halbes Jahr. Ja, und dann mal hin zur Freilichtbühne nach Lohne. Da gibt es dann eine riesen Leinwand, die wird dann aufgepustet mit Kompressoren und dann steht da eine 12x6 Meter große Leinwand und dann kann man dann, wenn es dunkel geworden ist, dann die Filme dann anschauen. Sehr schön, ich bin jetzt einige Male dabei gewesen, immer sehr schön, absolut empfehlenswert. Und es dauert dann auch nicht so lange, irgendwie so bis um 10 Uhr geht das dann. Und einfach eine ganz tolle Atmosphäre da bei dieser Freilichtbühne. Ja, und das war's ja auch schon wieder für heute. Und wenn ihr noch eine Veranstaltung habt, die wir ansagen sollen, dann meldet euch in Lohne unter 70700. Vorwahl wisst ihr 04442 oder unter info@regiotv.de. Bis dann, euer Thomas Kuhlmann. Leute, wir sind hier auf dem Reload Festival 2016 vom Art Club. Ja, wir gucken mal ein bisschen so rum, was hier so abgeht. Das Wetter ist übel gut, es ist richtig heiß, über 30 Grad. Und ja, ich nehme euch jetzt mal einfach mit und zeige euch, was hier so abgeht. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock wie ich. Ja, wie gefällt's dir hier? Sehr gut. Ja, also die Anreise war extrem scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Wieso? Weil wir 2 Stunden angereist sind, wir sind aus Kiel. Und 4 Stunden im Stau gestanden haben. Oh, das ist blöd. Und seit wann seid ihr hier? Seit gestern. Ungefähr 20 Uhr. Und wie lange bleibt ihr? Ja, natürlich bis zum Ende. Also bis Sonntag. Auf jeden Fall. Und wen guckt ihr euch an? Alle. Und ich hab ganz ehrlich keine Ahnung, wen ich alles sehen will. Ich will auf jeden Fall jetzt zur Bühne, weil Emil Bult spielt. Ja, das ist super. Ist meine Lieblingsband. Ich habe vorher schon Stick to Your Guns gesehen. Okay. Und ich habe Fjord gesehen. Und Fjord ist der Newcomer schlechthin. Mega geil. Ne? Immer noch geil, immer noch gut. Und ja, dann viel Spaß euch noch. Ja, euch auch auf jeden Fall. Dankeschön. Seit wann bist du schon hier? Gestern. Ja, und wie lange bleibst du? Bis Sonntag. Bis Sonntag so, mittags so rum. So. Und wen guckst du dir so an? Ja, Limp Bizkit, Arch Enemy. Was ist hier noch? Achso, hier. Ne, und so. Und auf wen freust du dich davon am meisten? Limp Bizkit. Ja, Headliner auch. Und warst du die letzten Jahre auch schon hier? Weil In Flames war, glaube ich, letztes Jahr da. Nee, das ist mein erstes Jahr hier. Achso, okay. This is one of my favorite songs. Yeah.
Gefällt es euch hier? Ja, echt hundertprozentig. Ja, seit wann seid ihr hier? Seit gestern. Und Stimmung ist gut, oder? Astrein. Bleibt ihr bis morgen oder? Wir bleiben bis zum bitteren Ende. Wie gefällt es dir so, also die Bands, wer hat dir am besten gefallen? Also eigentlich Agnostic Front war jetzt bis jetzt die erste Band eigentlich, die ich so gesehen habe, und ich fand die astrein. Und wen guckt ihr euch noch so an? Fear Factory, ja. Sodom. Ja, die Headliner. Und auf wen freut ihr euch am meisten? Ich freue mich persönlich auf Sodom am meisten. Okay, ja, dann viel Spaß euch auf jeden Fall. Ja, danke schön. Ja, das war's mit den 2 Tagen Reload Festival von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr konntet sehen, was hier so abgeht, und ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich hoffe, man sieht sich dann wieder, wenn es heißt Reload 2017. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Regio TV. Wir sind heute hier in Kappeln bei der Firma Friedrich Haug, Messe und Ausstellung, und neben mir steht der Geschäftsführer, Herr Martin Vorwerk. Herr Vorwerk, am 9. und 10. September 2016 findet die 6. Jobmesse statt. Wie laufen die Vorbereitungen? Die Vorbereitungen sind schon sehr weit fortgeschritten. Das heißt, wir sind mit der Vermietung durch. Wir haben ungefähr rund 160 Aussteller, die wieder ihre Jobs und Ausbildungsplätze dem Publikum vorstellen werden. Mhm. Wer sollte diese Jobmesse unbedingt besuchen? Auf jeden Fall alle Schüler, alle Abiturienten, die jetzt im nächsten Jahr die Schule verlassen und einen Ausbildungsplatz oder auch einen Studiengang suchen. Es werden dort auch sehr viele duale Studiengänge angeboten. Aber diese Messe bietet auch viele Arbeitsplätze, Jobs für Leute, die einen suchen, also wieder in die Arbeitswelt hinein wollen, Wiedereinsteiger, aber auch Leute, Besucher, die sich verändern möchten, eine neue Herausforderung suchen. Für die ist diese Messe geeignet. Also im Prinzip für jeden, der sich verändern will in der Arbeitswelt. Mhm. Und wer sind die Aussteller? Aus welchen Bereichen kommen die Aussteller? Wie viele sind bei der Jobmesse dabei? Es sind also, wie gesagt, ungefähr 160 Aussteller, mhm, aus allen Bereichen der Wirtschaft, Handel, Handwerk, Dienstleister, Industrie ist vertreten, aber auch Weiterbildungsinstitute, berufliche Institute, also Berufsschulen. Und von daher ein Querschnitt auch durch die gesamte Wirtschaft, und es ist für jeden wirklich was dabei. Dann kommen wir vielleicht dazu, wer organisiert die Jobmesse, wer trägt diese Jobmesse? Also wir sind der Organisator, wir planen diese Messe, wir haben aber Partner im Boot, einmal Medienpartner, die MT, die Münsterländische Tageszeitung, die UV und auch die Nordwestzeitung, also alle 3 Tageszeitungen hier aus der Region. Und wir haben dann die Jobcenter, die Handwerkskammer, die Kreishandwerkerschaften, alle stehen mit dahinter, die irgendwo mit beruflichen Organisationen zu tun haben. Mhm. Dann vielleicht nochmal zu den beiden Tagen, Freitag und Samstag, 9. und 10. September. Ab wann ist die Messe geöffnet und wie sieht das mit den Eintrittspreisen aus? Also die Messe findet statt, wie Sie schon sagten, am 9. und 10. September. Mhm. Der 9. ist ein Freitag, dort haben wir von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Und am Samstag, das ist neu, fangen wir morgens um 10 an bis nachmittags um 16 Uhr, also etwas verkürzte Öffnungszeiten. Sollte jeder darauf achten, damit er dann auch nicht vor verschlossener Tür steht. Okay. Wie sieht das mit den Eintrittspreisen aus? Der Eintritt ist frei. Ah, und Parken ist auch kostenlos, sodass jeder kostenfrei die Ausstellung besuchen kann. Vielleicht nochmal, ich weiß jetzt nicht genau, hatten wir am Anfang vielleicht auch erwähnt, findet auf dem Stoppelmarktsgelände in Vechta statt, diese Ausstellung. Ja,
für alle geeignet, für alle Berufseinsteiger, für alle, die sich umorientieren wollen, sollten unbedingt diese Messe besuchen. So ist es, genau. Ja. Auf dem Stoppelmarkt am 9. und 10. September in Vechta. Mhm. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für das Interview. Und Sie, liebe Zuschauer, wenn Sie sich beruflich verändern wollen oder Sie sind Berufseinsteiger, dann sollten Sie unbedingt am 9. und 10. September 2016 auf die 6. Jobmesse auf das Stoppelmax-Gelände in Vechta kommen. Und bei den Wanderern und Walkern, die wir nach Training und dann.
ganz bisschen. So können wir jetzt. Ja, und das war der Start von Lindenau. Es ist nichts passiert. 48. Geschafft, noch 10 Meter. Starten in einem Höllentempo.